is a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on. So, erstmal die Tür zu. Servus und Mama, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Vince, und ich heiße recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ja, wir sind mal wieder in Omsi 2 unterwegs. Heute auf Bad Kinzau 3.0. Und es ist ja nichts Neues. Ich bin ja schon einmal den Wanderbus hier gefahren und 15 Uhr wird mir etwas zu lang, deswegen mache ich mal 10.55 Uhr. Sieht einmal die AI nach. Ja. Ich erzähle gleich weiter. Augenblick. So, da sind wir wieder. Ja, also wir sind ja schon mal 2016. Sind wir schon mal den Wanderbus gefahren. Und den fahre ich jetzt nochmal. Ich muss mal ganz kurz einmal was gucken. Wie sieht's aus mit dem Sound? So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Weil ich Ferienverbindung habe, ist der Bus nicht so laut. Weil es ist ja auch kein Bus. Oh, es ist jetzt leise. Gott. Ja, ich habe mich auch mal beim Vincent von 2016 informiert. Und zwar ist es die Route 10. So. Tada. Damals sind wir Automatik gefahren. Fahre ich jetzt auch. Aber. Wow, 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 wow. Was geht denn bei dem ab? Gönn ihr mal. Oh. Hallo. Hallöchen. Ja. Also ich habe mir mal Informationen beim Witz von damals geholt. Und der meinte, dass sich der Bus total beschissen fährt. Ach, guck mal, da gibt's mal Fahrkarten. Wie schön. Das hier. Wir haben ja Euro, ne? Also da unten sind schon mal 10. Das sind 5. Schon mal dran gewöhnen. Das sind 4 Euro. Das sind 20 Cent. Und das ist wahrscheinlich 50. Genau. 1 Euro, genau. Das dürfte dann 2 Euro sein. Genau, gut. Schon mal gucken, wie die Währung hier in dem Bus geregelt ist. Bisschen Gebläse. Ich hätte gerne Umluft, wenn das Umluft ist. So. Sonst noch was? Könnten wir noch Licht anmachen? Gut. Ja, wie gesagt, großer Unterschied. Wir fahren jetzt mit Lenkrad. Damals bin ich noch mit Tastatur gefahren. Und das war echt ein Unterschied. Ich bin ja zwischenzeitlich privat jedenfalls mit Maussteuerung gefahren. Da kommt nichts. Ja. Und so mit Lenk... Aber den Bordstein habe ich trotzdem noch mitgenommen. Rad gefahren bin ich bisher
schon zu öfter, aber. Okay, der Bus fährt sich wirklich bescheiden. Vor allem das Schalten gefällt mir persönlich nicht. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Ja, wie gesagt, mit Lenkrad bin ich zwar schnell gefahren, aber dieses Fahrzeug habe ich seitdem eigentlich noch nicht gefahren. Mach die Tür übrigens mit dem Taste für den hinteren Türflügel auf. Wir haben hier einen Drucker, deswegen Fahrschein normal. Sie hat 10 gegeben. Oh, das waren 50. Und jetzt 1, 2, 3. Bitte. Ja, Tür geht mit 2 auf. Habe ich euch gerade eben schon gesagt. Das Fahrverhalten des Busses ist sehr komisch. Also ich hoffe, ich weiß den Weg noch. Boah, was ist das? Der fährt, der Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Uiuiuiuiui. Was schaltet der denn zurecht? Auf jeden Fall, dass ich mich verfahren sollte, wäre mir auf Verkehrsschilder. Ihr habt wahrscheinlich ja schon gesehen, ich habe hier diese Kopfbewegung mal angeschaltet, weil ich früher gar kein Fan von, aber mittlerweile finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Diese Kopfbewegung oder so. Mich stört nur, dass du so ein bisschen auf dem Gas bleiben musst. Aber wenn ich runtergehe, dann bremst der Bus direkt. Das ist nicht so geil. Ja. Wie gesagt, ich habe mir mal, weil ich das Video so durch Zufall auf meinem Kanal entdeckt habe, habe ich mir mal vom Winzer von damals inspirieren lassen. Oh, er schaltet. Danke. Diese Route mal wieder zu fahren. So einfach ist das. Übrigens, das Datum oben ist reales Datum. Was ihr oben seht. Das heißt, ihr wisst jetzt, wann ich das aufgenommen habe. Schnell ist hier eigentlich. Hab ich nicht gesehen. Ich vermute mal einfach wegen dem Bahnübergang, dass wir 60 sind. So, wer sich noch erinnert, hier hat wir ein Game Crash. Und es fing genauso an, dass es auch geladen hat. Ja, dann hatten wir halt einen Game Crash. Müsst doch mal gar nicht aufstehen, Leute. Ich will mich jetzt nicht, eigentlich nicht über
Grundschule aufregen, aber es ist genauso wie mit Grundschülern. Halben Kilometer vor der Haltestelle drücken, dass er auch ja rauskommt. Ich meine, klar, hat irgendwo schon was Sicheres. Aber jedenfalls, gut, ich reg mich jetzt nicht so stark darüber auf wie ein Kumpel von mir, aber ja, es ist halt einfach vom Verständnis her irgendwie komisch. So, hier habe ich gar kein Schild. Ich gehe mal davon aus, dass ich auf der Hauptstraße war. Theoretisch habe ich doch eh Vorfahrt, weil wenn, hätte der von hier ja jetzt auf mich warten müssen. Also habe ich Vorfahrt, weil der vor mir muss halt ja auf die anderen warten müssen. Von daher. Ich fahre mal hier nicht gerade schnell. Wer es noch richtig weiß, fährt hier auch noch die 301 nach Beiersberg lang. Was machst du denn? Scheiß Bus. Ja. Ich mag das Spiel, wenn es nachlädt. Vor allem, jetzt stehen sie alle. Wollen sie wissen, dass es jetzt erst einen Berg hoch geht? Die Bad Kinzauer Schranken bin ich sowieso kein Fan von. Ja. Unter anderem deswegen. Weil die eine Hitbox wie was weiß ich haben. Gern bei 20.000 Umdrehungen bleiben. Und eigentlich ja gern bei 20 km/h, ne? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich kann jetzt hier mal ausschalten. Die Höhe wäre auch interessant, ne? Gewesen? Egal. Schalte doch nicht. Das erinnert mich jetzt an die Baustelle, die aktuell bei uns ist. Also auf dem Weg. Bloß, dass es nicht so ein Serpentin geht, sondern halt so einen richtig komischen Umleitungsweg um die Straße herum. Ja, Baustellen sind toll. Könnte theoretisch auch in einem Chrono-Event bald irgendwann ein
paar Jahren auf meiner Karte erleben. Dann wisst ihr, was gemeint war. Interessant ist ja auch, wie die Automatik den Bus gefühlt, jedenfalls vom Sound her, immer fast absaufen lässt. Weißt du, weil wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann klingt das halt so. Gut, ich habe gerade so überlegt, ich kann ja theoretisch auch einfach die Schranken, die jetzt vorne stehen, einfach wegeditieren, dann können sie mich nicht mehr nerven. Ja, gut, mag sein. Das Ding ist aber, die wurden ja auch schon beabsichtigt hingesetzt, weil es gab ja Leute, die sind dann hier, haben eine Challenge gemacht, die sind dann hier mit Gelenkbussen gefahren. Finde ich eigentlich voll in Ordnung. Wer es machen will, kann es machen, von mir aus. Aber hier das VKL-Team davon halt nicht so begeistert, weil der Sinn war es ja, dass du hier mit diesem Bus hier, den ich halt auch gerade fahre, dort halt lang fährst und nicht mit einem 18 Meter Gelenkbus. Das ist hier nämlich völlig fehl am Platz. Deswegen wurden halt die Schranken eingestellt. Wisst ihr? Wieder was gelernt. Ach, ich habe gar nicht erwähnt, ne? Laut dem Vincent von 2016 geht diese Fahrt 11 Minuten. Ich meine, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, oder irgendwas, wie habe ich das Video entdeckt, wo ich das gefahren bin? Naja, ich habe halt geguckt, ja, ich muss bald mal wieder Omsi aufnehmen, weil im März geht's ja wieder los. Also, habe ich geguckt, was habe ich schon gefahren, was habe ich noch nicht gefahren. Gut, Auswahl war jetzt in dem Fall dann ja nicht gerade begrenzt, weil ich ja nur das hier gefahren bin. Und auf Edbruck die vierundzwanzig war es, glaube ich. So. Dann steigt mal aus. So, ihr könnt dreimal dürft ihr raten, was im nächsten Video passieren wird. Ah, habt ihr schon erraten? Richtig. Wir werden das nochmal runterfahren. Also, bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao.